Na, Zeit für ein neues Pange-Let's Play. Ja, was heißt denn die Meldung da? Ist Error? Okay. Schauen wir mal auf die Internetseite. Vielleicht sind ja nur die Server down. Da steht zwar alles auf Japanisch, aber ich werde schon sehen, wenn der Server down ist. Nein, übersetzen wird aber nicht viel bringen. Was steht da? Ja, wie gesagt, ich kann kein Japanisch. Aber irgendwie, ich glaube nicht, dass die Frau mir hier sagen möchte, dass der Server gerade offline ist. Ich glaube, die will mir eher sagen, heulen? Was? 2017? Was? Oh nein! Oh nein! Die haben den Scheiß-Server abgestellt. Wollt ihr mich verarschen? Erst den US-Server. Dann den japanischen, dieser scheiß thailändische sind, glaube ich, auch schon abgeschaltet. Das kann doch nicht angehen. Ah, das Spiel ist so alt, ist unglaublich alt. Und jetzt müssen sie es gerade zumachen. Jetzt, wo ich es gerade fucking Let's Playe. Ich wollte nichts weitermachen, als alle Maps einmal spielen. Ist das auf jeden Fall lang, Mann. Und jetzt müsst ihr die Kacke auch noch zumachen. Oh nein, das heißt, es gibt nur noch diesen alten Server, wo ich mal geredet habe. Diesen geleakten Server. Season 4 oder so stecken, sind die stecken geblieben. Da kann ich wenigstens ein paar Maps spielen. Yay. So eine Scheiße. Ich habe gesagt, dass ich nie einmal sein Let's Play abbrechen werde, aber was soll ich tun? Ich kann nichts anderes machen. Ich kann nur noch versuchen, den Scheiß-Server hinzukriegen. Ich werde alles, all meine möglichen Kräfte zusammenreißen und es schaffen, einen Server aufzusetzen und weiterzuspielen. Das bin ich euch schuldig. Und den paar Jagdgängern. Ja, ich glaube, die wollen dann Tschüss sagen. Tschüss, japanischer Server. Ich versuche jetzt diesen 4 zu spielen. Yay. Willkommen im Jahre 2000 und 9, 7 oder so, wann Season 4 war. Ich glaube, ja. Ist auf jeden Fall lange her. Jedenfalls. Oder ist das das Ende von Bangya? Ist das das Ende vom Let's Play? Mann, die Welt ist gegen mich. Hey, Server sind down. Alle Server sind down. Aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Es wird weiter Panga gespielt. Und ich brauche dafür jetzt theoretisch nicht mal Internet. Also, jetzt, nachdem ich das jetzt alles runtergeladen habe. Meine Fresse, ist das ein Scheiß! Um dieses Spiel wieder zum Laufen zu kriegen. Stunden über Stunden habe ich gebraucht. Ey, wofür? Wofür? Damit ich so ein altes, vergessenes, es ist ja mittlerweile relativ vergessen, vergessenes Spiel spielen kann. Ich hoffe, wir haben Pinguin noch nicht gehabt. Ja, habe ich überhaupt irgendwie Sachen equipped? Okay. Das sind so komische Sachen. Nein, ich hab nicht mal nix hier. Theoretisch müsste ich in den Shop gehen. Hoffentlich funktioniert auch. Ne, wir gehen mal in den Shop. Ich habe nur 20.000, aber ich habe auch 7.500 Cookies. Naja, theoretisch kann ich jetzt sowieso mir kaufen, was ich will. Warum? Weil ich der Meister bin. Ja, das ist jetzt ein lokaler Server. Was in diesem Angebot? Ich wollte sagen, wie ich konfiguriere. Ja, das ist bestimmt eine Datenbank. Wenn ich die konfiguriere. Konfiguriere. Mann. So, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir mal das Scheißding gekauft. Ja, gehen wir mal weiter von hier. Komm, ich hab so viel Geld. Ich gebe mir den ganzen Scheiß hier mal. Kann mir theoretisch aber sowieso so viel geben, wie ich will. Theoretisch. Aber naja, wir wollen hier nicht zu hart schieben. Ja, wir wollen uns ein bisschen was erarbeiten. Ich habe die Punktevergabe auch hochgestellt, dass ich hier eben mehr Punks kriege und mehr Erfahrungspunkte und so weiter. Ansonsten spiele ich ja Jahrhunderte. Das wollen wir ja nicht, ne? Jetzt, wo kein Spieler mehr da ist, der Server ist leer, der Server ist leer. Denn ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie die japanischen Server abstellen, weil da war ja noch relativ, schon, dass das Spiel eben schon ein bisschen betagt ist, relativ viel los. Noch. So und was habe ich denn sonst noch immer mitgenommen? Die komischen Dinger hier? Die komischen Dinger? Ne, ich habe immer die komischen Dinger mitgenommen. Genau, diese komischen Teile, damit ich weiter schießen kann. Da. Irgendein verrückter Brasilianer hat mich in Season 3, Season 3, Season 8 Server entwickelt.
Und ja, der hat auch. Nee, Portugiese? Nee, die Brasilianer. Portugiese war es, glaube ich, gewesen. Ja, und der hat auch eine Anleitung dazu gepostet. Aber das Tolle ist, ich kann kein Portugiesisch. Ich habe ihn trotzdem verstanden oder beziehungsweise gesehen, was er gemacht hat. Zum Glück hat er wenigstens sein Windows auf Englisch gestellt. Ansonsten wäre es noch schwerer geworden. Oh Gott, was wir mit dem Spiel alles machen muss, ey. Oh Gott, ich will das gar nicht wieder aufrollen. Ich saß aber die ganze Zeit heulend vorm Rechner so ungefähr. Heulend vor Aufgabe. Ich wollte es hinbekommen und ich habe es hinbekommen. Und das absolut scheiße war. Was war es gewesen? Erstmal musstest du die Datenbank selbst aufsetzen und den Apache-Server. Theoretisch ja gar nicht so schwer, aber ich habe irgendwie die falsche Version runtergeladen. Und die hat dann nicht wirklich funktioniert. Und dann habe ich wirklich haargenau die Version runtergeladen, die er im Video benutzt hat. Und dann hat es auch funktioniert. Dann muss ich in der Datenbank die ganzen Sachen importieren, die er fertig gemacht hat. Eben, was eben so gesagt. Ja, der Server ist mehr oder weniger, ne? Also, wo der Server darauf zugreift und seine ganzen Sachen ablegt und so. Und dann muss ich gucken, dass ich richtig schlage. Was war das dann gewesen? Da musstest du dir theoretisch auch noch gleich währenddessen einen Account machen. Auch über so ein bestimmtes Skript, aber irgendwie auch so wieder so, ich weiß nicht, was da steht. Ich kann kein verfickt Portugiesisch. Sorry. Warum kann das nicht in Englisch sein? Aber nein, das ist alles in Portugiesisch. Aber das endete ja noch nicht da, ne? Da musste man eben noch die ganzen. Ja, Game Server, Authentifikation Server, Message Server, die musste man alle dann konfigurieren auf sein. Gott, Treasure Points, okay. Ja, das ist definitiv mehr als sonst. Treasure Points aber schon voll. Nach zwei Dingern. Lol. Oh, diese schöne Musik, ich hab sie vermisst. Und was musste man dann machen? Ich bin überlegen. Ach ja, dann hatte ich ja die ganze Zeit nach diesem blöden Projekt Exe. Projekt. Na, auf jeden Fall das Ding zum Starten. Das muss man, da muss man diesen Game Guard raus entfernen. Und außerdem eben auf deine IP einstellen. Eben mehr oder weniger eben die LAN-IP. Jetzt in dem Fall, weil ich ja nur alleine spielen will. Ich will es ja nicht im Netzwerk einrichten oder übers Internet. Wer macht denn sowas? Obwohl, ein Trief hätte da bestimmt nichts mehr gegen, weil, ja. Wir haben ja alle Server abgeschaltet. Die japanische ist ja jetzt auch abgeschaltet worden. Da habe ich mich ja gewundert. Ja, vorhin gesehen habt. Dachte auch so wieder so, Server down, die auf dieser Seite und dann kommt irgendwas mit bla 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 bla, diesen holen die Mädchen und irgendwelchen, also ein Datum und dann weiß er eigentlich schon so, ich glaube, das heißt, die Server wurden abgeschaltet. Und ich habe eine laufende Let's Play-Reihe davon. Ich habe gesagt, ich will keine Let's Plays abbrechen. Ah, Google. Dann habe ich ein Forum gefunden, da hast du schon Season 4 Server gefunden, der ist auch schon vor Ewigkeiten mal geleakt worden. Da habe ich ja mal in irgendeiner Let's Play Folge von erzählt. Ja, dann dachte ich erstmal, ja, okay, nimmst du den und dann bin ich irgendwie auf einen bestimmten Streak gestoßen, die dann noch für Season 5 oder 6 oder so einen Server hatten. Oder eben auch Season 8 von den Portugiesen. Da habe ich mir gesagt, nein, ich will Season 8 los. Die letzte US-Version. Offizielle kann man damit spielen eben. Die ich gespielt habe, bevor eben der Server nicht gemacht worden ist. Das heißt Part. Zwei sogar, ne? Stimmt, da wurde das Server schon dicht gemacht. Hier, Doppelschlag. Aber theoretisch kann ich mich auch ein bisschen aufrüsten. Mann. Ich muss doch nicht hier wie mit der hier wie der letzte Typ spielen. Ich kann mir ja glauben, was ich will, wie gesagt, ne? Weil, irgendwie sieht es ja aus, als wenn er mir nicht mehr Fang gibt, aber ich habe auch noch nicht zu Ende gespielt. Vielleicht gibt er mir ja noch mehr Fang. Besser spielt durch trotzdem nicht. Das heißt, theoretisch eben dadurch, dass sie wie auch immer die ganzen Serverdaten haben, kann man das Spiel jetzt so gesagt für immer spielen. Aber ja, es kommt nie Content dazu. Aber ich habe von den verrückten Leuten auf, ich weiß gar nicht, wie ist die in der Seite nochmal, das Forum? Gamezone? Ach, ich muss mir das zum nächsten Mal nochmal rausgucken, wie das Forum hieß. Die hatten da alles mögliche an verrückten Sachen gemacht, dass du dann auch eben die Klamotten selbst machen kannst und so. Wahrscheinlich kannst du auch eine Statistikwerte dann da bestimmen und so. Genau wie hier. Hier ist momentan standardmäßig jetzt in irgendein Event eingeschaltet. Sieht man dann den Lutscherbonbon, die ich habe, und an der anderen Schrift. Und irgendwie kann man bestimmt ja auch die Events durchschalten. Aber es ist eben alles noch im Portugiesisch. Ich nichts Portugiesisch. Muss er doch irgendwie durchsteigen oder alles durch den Google Übersetzer hauen. Obwohl, der haut mir da bestimmt auch richtige Müll raus. Absoluten Müll.
Bin ich froh, dass es endlich läuft. Endlich. Denn irgendwann habe ich auch eben diese veränderte Datei gefunden, dass ich LAN spielen konnte. Dann denkst du so, ja, ich komme auf den Login-Screen. Ich kann mich einloggen. Ja. Und dann, scheiße, schieße ich ins Wasser. Und dann sagt er, also habe ich einmal Training gemacht. Oh, Training funktioniert, super toll. Und dann willst du einen Server aufmachen, also Make Room. Was steht da, wenn du Make Room machst? You're. Du spielst mit einer anderen Version. Bitte update. Da ja so, wie soll ich updaten? Das ist die aktuellste Version. Ja, Google, hilf mir. Und was war es dann gewesen? Ja, nur ein Server musst du die gleiche Version haben wie euren Client. Welche Client-Version habe ich? Ich habe die irgendwo ins Internet gezogen. Ah. Dann wieder das herausgefunden, das eingetragen. Und endlich. Ist funktioniert. Ach. Leck mich hier im Arsch. So, und dann habe ich hier jetzt hier wieder die Pangerate nach oben geschraubt und noch irgendwas anderes, wo ich sonst wieder denke, ich weiß nicht, was es ist, aber schraub mal nach oben. Und wie scheint, habe ich jetzt den Zufallsmodus eingeschaltet. Ja, guck mal, hier oben. Da oben kommt jetzt auch der Typ, der es gemacht hat. Acrisio Super SS Def Ese Server Foy. Desenvolvido por Assessori. Das kann man theoretisch auch ausschalten, dass es eben nicht kommt, aber naja, wir wollen die jetzt gönnen, ne? Dafür, dass du das gemacht hast. Sonst müsste ich jetzt Season 7 spielen. Oh nein. Das ist Season 6 sogar. Oh nein. Auch wenn eine englische Anleitung mir natürlich lieber gewesen wäre. Oder wenn er wenigstens so ein komplettes Packages gehabt. Komplettes Pack gehabt hat irgendwie, ist es dann leicht zu konfigurieren, ist aber nein, du musst alles selbst suchen. Diese blöden richtigen Server, die Datenbank hat er ja wesentlich gegeben. Du musst den Klienten suchen und du musst diese blöde veränderte Echse finden. Nein. Aber durch viel Google und habe ich doch alles gefunden. Und alles aus diesem einen Forum. Wo ich jetzt verpickt vergessen habe, wie das nochmal hieß. Weil es alles gestern war und gestern bin ich einfach nur durchgedreht. Aber wieder so schöne Dinge. Ja, ich kann wieder Pangea spielen. Und wie gesagt, theoretisch muss ich nicht sagen, dass das Spiel eben nie wieder gepatcht wird, denn ich kann es selbst patchen. Ich wundert auch, dass sie selbst eben diese ganzen Minispiele ist und so weiter. Also diese Coins, die man hat, kann man ja in so einem komischen Slot-Spiel ausgeben, damit man bestimmte Sachen kriegt. Da denke ich mir auch so, okay. Der Wahnsinn ist ja sogar, das haben die auch alles hinbekommen. Denke ich mir so, ist da jemand irgendwie eingebrochen und hat wirklich alles geklaut oder so? Oder wo kriegen die das alle her? Veröffentlicht wurde es ja auch nicht von Intrief. Die nehmen ja meistens immer die Spiele mit ins Grab. Es gibt ja genügend Online-Spiele, die geclosed wurden und die man nie wieder spielen kann. Nie wieder. Deswegen ist ja auch, in der japanischen Version, die ich gespielt habe, gab es eine einzige Map, ich muss mal selbst in mein Video gucken, die ist nicht in dieser Version hier drinne. Kann sein, dass ich die nachträglich, also ich oder, keine Ahnung, irgendein anderer Verrückter im Internet, nachträglich noch einfügen kann. Oder auf die selbst noch irgendwelche Maps machen oder auf die noch Map-Editor releasen oder was weiß ich, vielleicht wird das Spiel auch Open Source oder so weiter, man muss sich das alles sparen. Das gab es ja auch schon des Öfteren, dass die Leute sich da verrenkt haben und dann einfach so der Hersteller, ja, ist das Spiel Open Source? Wir veröffentlichen alles. Viel Spaß. Und dann denkst du auch so, okay. Theoretisch ist jetzt auch der Reif irgendwie. Reif. Halt. Der Reiz ist ein bisschen flöten gegangen, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht so. Okay. Muss man sich ja manchmal wundern, was die mit allen Spielen noch so machen, ne? So wie Roller Coaster Tycoon 2. Da haben sie einfach Multiplayer nachgepatcht. Und eben, dass es in deiner nativen Auflösung läuft. Das heißt eben 1080p oder eben 4K, wenn du einen 4K-Monitor hast. Und was hat das Spiel nur standardmäßig für Auflösung? Ich glaube, das höchste war eben die 4:3 Auflösung 1280x1024. Ist ja auch alles 2D gewesen und das ist immer auch sehr problematisch irgendwie anzupassen. Ne? Wenn du dann einfach nur eben so ein Hack benutzt oder in der Registrierung was änderst oder so weiter, dann funktioniert das mit 2D-Spielen meistens nie richtig. Weil die eben natürlich nie angepasst worden sind für diese neuen Monitore. Neu, 16:9. Und was habe ich da letztens gesehen? Die haben auch Steam Hospital, haben sie auch so gesagt, angepasst. Also, dass es eben
dass du eben auf modernen PCs ganz normal ohne Probleme spielen kannst, eben erweitert, also die alte Version plus erweitert. Und ohne Komplikation. Mit Duke Nukem haben wir es auch gemacht und noch irgendein Spiel, was mir jetzt gerade nichts sagt, weil ich das nie gespielt habe. Aber das gibt es wahrscheinlich auch mit auch ein paar anderen Spielen. Halt trotzdem. Ist ja gerade Rollercoaster Tycoon 2, da haben sie ja nie im Leben, haben sie irgendwie Multiplayer oder so geplant. Nie. Und ich muss den Regen ausschalten. Einer von diesen Einstellungsdingern ist das. Vielleicht kann ich euch sagen, dass es bis zum nächsten Mal ist. Wie gesagt, ich hau einfach die ganzen Texte in den Google-Übersetzer und dann weiß ich wenigstens in etwa, was er meint. Außer es sind irgendwelche Ingame-Begriffe, dann bringt das natürlich auch nichts. Dann hängt der Google-Übersetzer auch so, ich habe keine Ahnung, aus welcher Sprache das kommt. Da kann ich dir auch nicht helfen. Mit dem Google-Übersetzer wird er sowieso Schmuh getrieben. Jo, war ja so schlecht. So wie ich. War schlecht übersetzt. Wo dann eben, das sind Sachen, die weiß er nicht, ne? Wenn er eben, wenn du über Fan eintippst und meinst jetzt eben Musikfan, dann sagt er Ventilator. Ist ja auch so, hä? Du weißt nicht, was ich meine, Google. Du bist auch eine Maschine. Eine dumme Maschine. Und bald ist es soweit. Das Klassische. Ich will nämlich hier, weil ich ja jetzt mehr oder weniger jetzt umgezogen bin, ein paar Dinge gibt es immer zu erledigen oder zu kaufen oder so weiter. Aber naja, man muss immer aufs liebe Geld warten, ne? Ist ja immer so. Man immer die fucking Geld. Vielleicht wird der YouTube auch irgendwann mein Zubrot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch, wenn es bis dann wirklich so weit ist, bis ich wirklich so viele Leute habe. Oder Zuschauer, dass ich mir das als Zubrot verdienen könnte. Wahrscheinlich ist dein YouTube schon tot, vermute ich mal. Weil das geht schnell, gerade im Internet, ne? Noch bist du die größte Plattform auf diesem Planeten. Und nächsten Tag besucht dich keiner mehr. Und gehen auf andere Internetseiten. Ja, wie schnell das so gehen kann, hatte damals Stage 6 gezeigt. Stage 6 ging, glaube ich, 2006, 2007, 2008. Ich muss meine Gedanken. Ich hole es gerade nicht aus Wikipedia, ich hole es gerade aus meinem Kopf. Ich glaube 2008. Oder 2007? Ich glaube 2008, wie gesagt, war das gewesen. Ging das offline. Das war eben, sagen wir mal, YouTube, bevor es YouTube wurde. Denn YouTube hatte damals nur 240p. Und die Server haben natürlich den Andrang damals überhaupt nicht standgehalten. Das heißt, du konntest dies. Videos nicht angucken während den Stoßzeiten. Es ging einfach nicht, weil die Server nicht hinterher kamen. Auch verständlich gewesen, ne? Bis Mr. Google kam und so gesagt, wow, scheiße, wir müssen fucking viel investieren in unsere Infrastruktur. Da gab es eben Stage 6. Gehörte mit so die IVX, wer immer, welche Firma auch dahinter jetzt stand, aber eben zu den IVX-Leuten. Deswegen haben sie auch alles in diesem Codec da auf der Internetseite gehabt. Und die konnten damals dann schon eben 1080p auf ihrer Seite anzeigen lassen und kam auch relativ gut hinterher. Also auf der Seite hatte ich damals nie Probleme gehabt. Und bei meiner 16.000er auch eben Fullspeed. Ja, aber da die irgendwie die illegalen Inhalte nicht wirklich in den Griff bekommen haben auf ihrer Seite und die eben von Filmen und Serien überrannt worden ist, weil alle bösen Leute damals eben die Seite als Streaming-Hoster benutzt haben, haben die irgendwann Probleme bekommen und dann irgendwann dicht gemacht in die Videoplattform. Ja, und dann sind natürlich die ganzen Leute alle wieder auf YouTube gestiegen, oder? Wieder. Dann auf YouTube gestiegen. Weil ich fand Stage 6 echt eine Zeit lang besser als YouTube. Muss man echt zu dem Zeitpunkt sagen. Ich habe sogar noch, bevor Stage 6 down gegangen ist, noch sehr, sehr viel davon runtergeladen. Schnummern auf meiner Festplatte, die alten Daten. Und ein paar habe ich davon sogar auch wieder hochgeladen auf YouTube. Damals. 2008, 2009 auf meinen Uralt-Kanal. Die Leute immer noch abonniert. Ich habe da seit 7 Jahren nichts mehr hochgeladen. Seit den fucking 7 Jahren. Und trotzdem wird der immer noch abonniert. Mehr als der Kanal hier. Wie lustig, ey. Mir ist zwar auch lange Inaktivität gewesen, aber nie keine 7 Jahre. Aber für einen Let's Play-Kanal ist das ja fast schlimmer, ne? Wenn er einen Monat lang Pause ist, dann. Dann würde jetzt, wenn keiner Bescheid wissen würde. Und ich Zuschauer hätte, die Leute schreiben, bist du tot? Machst du noch Videos? Ich glaube, der ist tot. Man ist nicht immer gleichzeitig tot.
Ja, und auf meiner Suche nach dem Server habe ich auch ein anderes Projekt gefunden von Pangea. Das hieß, glaube ich, Pangea Celebrity. Das einzige Blöde ist leider, die sind leider auf Season 4 stecken geblieben, haben aber eigenen Content dazu gepatcht. Dass sie eben eigene Klamotten und ich weiß gar nicht, ob die Levels dazu packen hatten oder so. Und dann kannst du natürlich auch online mit anderen Leuten spielen. Da war aber nicht wirklich viel los und es war noch sehr, sehr, sehr buggy. Also, das muss, glaube ich, noch an dieser uralten, geleakten Serverversion basieren. Wie gesagt, so buggy wie die war. Und da ging der Practice-Modus nicht. Ah, ich liebe meinen Practice-Modus. Ohne ihn kann ich nicht spielen. Denn ich habe keine Freunde. Und bis da ein Tournament losgang, das war sehr selten auf dem Server. Und wenn du Versus spielst, musst du immer zugucken, wie der andere schlägt. Und dann, ja, sagen wir es mal so. Also, wenn ich ein 18er Loch mit 4 Leuten spiele auf Alan, dann brauchen wir einfach 3 bis 4 Stunden circa. Kommt hin. Ja, lange. Und zur LAN-Party wollte ich auch noch kommen. Mann, ich rede kreuz und quer. Statt mit einer Sache abzuschließen, nein, kreuz und quer. Von dem Thema zu dem Thema. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, das kommt immer wieder. Wie gesagt, außer ich schalte es ab. Du hast mich unterbrochen, du komischer Typ. Tut mir leid. Ich liebe dich, nur weil du den Server gemacht hast. Ja, wie gesagt, die klassische LAN-Party kommt hier bald wieder. Ja, mit analogen Leuten und gegeneinander gefetscht und so weiter, und da trifft sich der Pangea-Server eben auch gut. Man kann ihn theoretisch auch so einrichten, dass er übers Internet erreichbar wäre, was bestimmt auch irgendwann der ein oder andere machen wird. Aber wenn das dann alle machen, dann teilen sich alle Leute auf. Da muss es dann den einen Groschen geben. Wer weiß, vielleicht kommt er ja noch. Auf jeden Fall kann theoretisch auch eben jeder seinen eigenen Server machen, ne? Da wird das Spiel nie aussterben. Das muss nicht unbedingt sein. Aber Totgesagte leben länger. Solange der Hersteller trotzdem Upgrade und sagt, nur hört auf, das Spiel zu spielen. Wir schicken die Anwälte hinter euch hier. Auch wenn wir uns theoretisch für das Spiel nicht interessieren, alle Server abgeschaltet haben und sonst alles weggemacht haben. Nö, wir hassen euch trotzdem. Gibt es ja. Ich höre gerade EA? Nein, EA ist ein Hurensohn, aber ich glaube, das haben die noch nicht gemacht. Das habe ich auch schon vor Ewigkeiten angesprochen, dass mir so vorkommt, als wenn die ganz großen Spielhersteller, Publisher, wie auch immer, eben, dass die Spiele relativ schlecht werden oder schlechter werden, im Gegensatz zu früher, und dass die Indie-Spiele viel besser werden als früher. Weil damals die Indie-Spiele waren für mich so gesagt die Spiele, die als Dreingabe waren in diesen ganzen Computerzeitschriften, wie Computerbild oder PC Games Hardware oder Indie Games. Diese kleinen Minispiele, die eben nur ein paar Megabyte groß waren. Ein kleiner netter Zeitvertreib, sogar manchmal ein großer Zeitvertreib, und ich fand die immer lustig, weil man die eben selbst relativ leicht modifizieren konnte. Da eben alles im Rohformat vorlag, eben Bilder, Videos, Sounddateien, die einfach umändern konntest. Deswegen konntest du einfach sehr viel machen, und das habe ich eben auf Video gemacht und rumgebastelt. Das sind eigentlich so, kann man auch sagen, das sind eigentlich dann so die Anfänge gewesen, ne? Auf jeden Fall waren die ja noch nicht wirklich doll, kann man sagen. Selbst wenn da so ein paar mehr Leute dran waren. Das war ein netter Zeitvertreib, aber naja, nichts Ernstes. Mittlerweile sieht es ja ganz anders aus, gerade bei Kickstart und so weiter. Die können ja dann auch ordentlich Geld anhamstern und gucken, wie groß das Interesse ist. Aber das kann ja auch manchmal nach hinten losgehen. Gerade wenn die dann ihr erstes Projekt machen und das ganz alles nach hinten losgeht. Und dann so einfach, scheiße, das kostet ja viel mehr Geld. Ah, wir brauchen doch länger. Fuck, wir brauchen mehr Geld. Aber wir können nicht mehr nochmal nach mehr Geld fragen. Ah, wir sind verloren. Ah, so wie ich hier, der Mr. Nullpatter. Auch das gab es schon oft genug bei Indigo und Kickstarter und was weiß ich. Davon gibt es auch tonnenweise YouTubes eben von den Leuten, die gefailt sind oder so weiter. Die typische Liste von, oh Mann, wie ist er nochmal? Oh Mann, dieser Typ aus Großbritannien, der auch den schönen Dialekt hat. Wie heißt der nochmal? Slopes Game Boom heißt das auf jeden Fall, also sein Kanal. Oder die Sparte heißt, aber der hat auch einen anderen, hat auch einen eigenständigen Namen. Aber ich weiß den auch wieder nicht. Ich und mein Gehirn. Und warum benutze ich keine Powerdinger? Jo, ich will nicht die Scheiße schon hab. Gegenwind, 15 Meter nach oben. Ich glaube, ich komme nicht mal hin. Egal. Warum mache ich eigentlich kein Risiko? Ist doch alles scheißegal. Ist ja nicht so, als wenn ich hier die Bestleisten erreichen will oder gewinnen möchte, bitte. Gegen wen soll ich denn gewinnen, bitte?
gegen mich selbst. Ich muss Risiko eingehen, damit ich der Beste in diesem Spiel werde. Du musst der Allerbeste sein. Keiner vor dir war, denn auf dem Server ist niemand. Haha. Ihr könnt ja joinen. Genau, ihr könnt mir joinen. Meine IP ist 1272001. Ha. 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 Funny. Natürlich könnt ihr nicht joinen. Das seid immer ihr selbst, aber das weiß eigentlich jeder, dass die IP immer localhost ist. Also man selbst. Aber theoretisch, wenn ich Port-Forwarding machen würde und euch eben die IP geben würde und ihr würdet eben die US-Version haben mit diesen modifizierten Klienten und die IP da eben per Exeditor in die Exdatei eintragen würde, dann könntet ihr mal joinen. Klingt gar nicht kompliziert. Nein, überhaupt nicht. Gott, das wäre ja schon Spaß auf der LAN-Party. So ein Spaß. Das ist auch theoretisch einfach nur ein Abkühler. Haben wir das immer nur auf die LAN-Party benutzt. Dann zwischendurch Quake oder keine Ahnung, irgendwelches anderes atemberaubendes Spiel. Und dann so, ja, zwischendurch zum Abkühlen, wenn man Pizza frisst oder so weiter spielt. Und dann pang, ja. Kleines dann, keine Ahnung, Sechserloch oder so weiter, dann ist man dann für eine halbe Stunde ungefähr beschäftigt, bis jeder aufgegessen hat und für der Out hat. Und dann geht's weiter, wenn ich gezogge. Die Pausen sind auch gezogge, weil wenn du anfängst, zum Beispiel nur auf LAN-Partys, wenn man anfängt eben, dass die Leute dann auf YouTube gehen oder so weiter, dann gucken sie das Video und noch das eine Video und dann heißt es gleich und gleich und gleich und dann geht die Zeit so schnell und dann bam, ist die LAN da, die ist schon vorbei. Weil die LAN-Party ist ja meistens immer nur Wochenende. Because we are old, we have not more time. Da siehst du liegen, wenn man alt ist. Du bist jung, du hast viel Zeit, aber kaum Geld. Du bist alt, du hast viel Geld. Oder sagen wir mal relativ viel Geld im Gegensatz zu vorher. Aber du hast kaum Zeit. Was für eine Scheiße. Jetzt sage ich ja, hast die Wahl. Oder du bist alt und bist arbeitslos. Dann hast du Geld und viel Zeit. Hast du ein bisschen Geld und viel Zeit. Oder wenn du hyper mega sparsam lebst, dann hast du viel Geld und viel Zeit. Da musst du richtig sparsam leben oder wie es ein bisschen arbeiten. Dann müsstest du arbeitslos sein und 400 Euro verdienen. War das nicht so? 450 Euro? Nehmen die dich weg? Ich glaube ja. Okay, dann müsstest du es so machen. Dann muss man immer noch 20 Stunden, glaube ich, in der Woche arbeiten. Oder findest du einen besser bezahlten Job und dass du noch weniger arbeiten musst. Dann hast du theoretisch relativ viel Geld. Ist ja so, hast du relativ viel Geld und musst wenig arbeiten. Das heißt, wenn ich das so umrechnen würde, würde ich genauso viel verdienen wie ich jetzt. Weil meine Ausgaben sind natürlich jetzt viel größer, weil ich alle selbst bezahlen muss. Wenn du arbeitslos bist, kriegst du ja fast alles bezahlt. Und Nebenverdienst darfst du haben. Ah, Mann, hier leben ja echt im Schlaraffenland, ey. Aber das kann man ja mit deinem Stolz nicht vereinbaren. Nein, kann ich nicht. Okay, nee, macht mir die Arbeit viel zu viel Spaß. Ha, ha, ha. Mal ja, mal nein. Aber das ist ja auch überall bei der Arbeit so. Selbst wenn du deinen Traumjob gefunden hast, gibt es trotzdem dann irgendwann mal einen Tag, wo du denkst, ich habe keinen Bock, ich will nach Hause, ich will Urlaub, ich will was anderes. Oder bei seiner Hassarbeit eben einmal einen schönen Tag. Obwohl, wenn ich an die Jobs denke, die ich richtig gehasst habe, nein. Was? Minus 4 Points und was? 98 Punks? Dann krieg ich 98 Punks. Ich will mehr Punks. Ich will mehr Punks. Okay, das funktioniert auch. Nicht, dass das Spiel mich rausschmeißt. So, er müsste mich relativ hoch leveln, weil ich auch irgendwie die verzehnfacht habe, die XP-Rate. Los, gib mir mal Erfahrung, oder muss ich die doch höher setzen? Boah, nee, jetzt ist das ja sowieso so viel. Was, 98 plus 2111 gibt er mir? Okay. Klingt viel, ist es theoretisch aber nicht, weil, warum werde ich nicht so Server respawned? Hallo, ich bin der Server, du musst nicht auf mich warten. Ah, da klickt meine Firewall dazwischen. Nein, ich kick mich selbst raus. Kann ich mich reloggen? Gerade passend, dass es sowieso jetzt ist. Hä? Ist deine Server abgeschmiert? Normal ist noch da. Aber normalerweise sind hier zwei Server bei den Dingen, was ich habe. Hä? Ja, okay. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um Lebwohl zu sagen. Denn jetzt auf einmal geht's nicht mehr. Ich hoffe, das wenigstens mein... das Ende gespeichert, aber es sah so aus. Naja, wir schauen mal, was der Fehler war. Lebt wohl, Leute, bis zur nächsten Episode von Pangea. Sehr mysteriös.